Am 21. August begrüßten die Stadtwerke Rostock AG feierlich ihre neuen Auszubildenden. Mit der klassischen Berufsausbildung, dem Dualstudium und der Trainee-Ausbildung bieten die Stadtwerke Rostock seit 26 Jahren drei Formate an, welche die Ansprüche und Kompetenzen jedes einzelnen Auszubildenden unterstützen. Ansonsten wünschen wir uns natürlich, dass für die neuen Auszubildenden und auch für die Dualstudenten ihre Zeit, wo sie praktisch lernen, so gut wie möglich auch durchgeführt werden kann, so professionell und fachlich auch so gut wie in der Vergangenheit, damit die Abschlüsse auch gut werden. Sometimes I wish I could turn back time. Impossible is amazing. Im Jahrgang 2020 sind verschiedene Ausbildungsrichtungen vertreten. Alle 17 Auszubildenden sind aufgeregt und gespannt, was sie in ihren zukünftigen Ausbildungen erwarten wird. Durch den Eignungstest konnten sich die Auszubildenden vorab schon einmal ein Bild von dem Unternehmen machen und es näher kennenlernen. Für Auszubildende haben die Stadtwerke interessante und facettenreiche Angebote. Auch schon bei den ersten Tagen, als ich hier war zum Eignungstest, mich die Leute sehr begeistert haben, weil sie sehr freundlich sind, das Unternehmen einfach ein angenehmes Klima ist. Stadtwerke Rostock lag dann natürlich nahe, als mir dann noch sagte, das wird jetzt seit neuestem angeboten, das, was ich machen möchte, war natürlich perfekt. Also es passte einwandfrei und ich bin super glücklich damit, wie es gelaufen ist. Die Stadtwerke Rostock AG wurde im Frühjahr bereits zum 11. Mal in Folge mit der Auszeichnung Top-Ausbildungsbetrieb der Industrie- und Handelskammer ausgezeichnet. Passt.